Moin Leute und... Verdammt, ich hab's verkackt. Fast richtig. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich hab dich nicht so oft geschaut. Oh. Ja, jetzt bist du aber im Tagon des Herz. Ja, so, ich kenne dich auch leider noch nicht so lange. Es tut mir wirklich leid. Das glaube ich nicht, Was willst du schon wieder? Willst du schon wieder Stress machen? Ey, sei ruhig, sonst kriege ich dich vom Server, ja? Pauf's Maul! Hast du gehört? Mit Stress. Haut euch, wie sind der überhaupt? Katzenkampf. Wenn sie es auch noch, steht direkt neben dir. Ach, guck mal da. Mhm. Der Nähterwarze. Ja. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu einer neuen Folge TWP und ihr habt die Kaputten ja schon mitbekommen. Joja. Mhm. Moin, Leute. Servus. Oh. Gar nicht ganz groß. Jetzt. Ja, das Tremolo ist weg, habt ihr ja in der letzten Folge mitbekommen. Ja, schade eigentlich, ne? Mhm. Vielleicht kriege ich ja jetzt weniger Copyright-Verletzungen. Ja, bestimmt. Oder auch nicht. Ja, und wir haben es endlich geschafft. Wir haben jetzt Melonen gezüchtet. Ui. Mit Artrycraft. Yeah. Oh, jetzt habe ich den Beto-Sieter einfach reingeworfen. Ja, und ich bin immer noch dabei, die Bude vom Dosch ein bisschen schicker zu machen. Mhm. Er sagt ja nichts dazu. Ist mir eigentlich egal. Ja, Bezahlung kommt auf, demnächst auf dein Konto. Das haben wir doch abgeklärt. Wie, was? Bezahlung? Was? Nix. Wie, ich mach das umsonst. Was? Ja, okay, dann nochmal extra für dich. Und natürlich gibt es heute wieder epische Umbauskills vom Street Digger 2. Ja, genau. Danke. Zufrieden? Ja. Ich dachte, du gehst bei mir in die Lehre, aber nö, du lässt mich einfach hier mal so schalten und walten, ne? Ey. Was, komm, ey? Komm mal mit drüber. Komm mal hier hin. Wo? Das ist immer so eine genaue Angabe, ne? Bei Minecraft. Wo bist denn hier? Ja, ich sehe hier, ich seh hier ein paar Blöcke. Aha, ja, genau. Ja, oh, guck mal, da ist ein Baum. Mhm. Hier. Oh, schau mal an. Ich bin ein kleines Labor am Aufbauen. Alter. Mhm. Hier los. Warning Sign. Ja. Biohazard. Ja, das sind. Oh, Drawbridges. Schick. Mach doch mal hier ein paar Fackeln hin, Junge. Ey, hallo. Siehst du Glowstone? Was denn? Siehst du Glowstone hier? Ja, und drück mal F7, Junge. Ja, ich sehe hier nichts. Mhm. Bisschen, ja, okay, bau's ruhig zu, ist mir egal. Ist deine Bude. Oh mein Gott. Das war jetzt aber eine geniale Reaktion. Nein. Eieieiei. Nee, ich weiß. Nein. Was habe ich vergessen? Magneten auszuschalten. Bei den Hühnern vorbeigelaufen. Mm. Ja, ich will nicht immer in die Felder reinfallen. Das ist irgendwie blöd. Warte mal, gibt's halt irgendwie so ein Teil für Magnetismus, wo man dann nicht schieben muss? Es gibt den Elektromagneten von Ender.io. Ah. Die muss halt nur aufladen, aber das soll ja ein kleines Problem sein. Ja, dann baut doch ein Tagun mal sowas. Ja, dann mache ich den auch gleich. Ja, kannst du da eigentlich noch einen Filter einbauen? Nee, ne? Nee, aber den kannst du halt ein- und ausschalten, aber... Ja. Reicht's nicht, den in Hand zu nehmen, oder? Den kannst du einfach einmal richtig machen und dann irgendwo im Inventar halten. Muss nicht mal unten in der Leiste sein. Ah ja, gut, okay. So, ein paar Knochen nehme ich mir auch noch mit. So, wie machen wir das hier jetzt am besten? Ich würde sagen... Machen wir hier. Hier lieber. Und hier. So. Und so. Kannst du deinen Zuschauern ja mal erklären, wie man so ein Ding baut? Ups. Ich kann mir gerade überlegen, ob ich das überhaupt machen kann. Habe ich da die Ressourcen? Was war das? Oh lol. Was war was? Ich habe gerade den Vollbildmodus aktiviert aus Versehen. Eieieiei. Magnet habe ich dafür. Alles? Und außerdem ist Magnet kein Cheaten. Ich bin bloß zu faul zum Laufen. Mhm. Klar. Natürlich. Ah, das gefällt mir so nicht mit dem Magnet. So, kommt hier noch eine Fackel hin. Haben wir im Lager irgendwo noch einen Emmer, Harald? Boah, also ich habe mal bestimmt keine gefarmt. Weil wir ja keinen haben, dann kann ich keinen machen.
Ansonsten könntest du doch mal in das Dorf von Crazy gehen und dir einen gießen. Hm. Nicht? Was, sind wir schon mal lang gegangen? Nee. Ich merke das schon. Das ist ein bisschen länger. Okay. Aber ich glaube, da kann ich jetzt noch zwei Aufnahmen machen, wenn ich dann lang gehe. 1, 2, 3, 4, 1. Ich muss sagen, die Laboratory-Blöcke gefallen mir. Die was? Die Laboratory, die Laborblöcke. Achso, okay. Oh, ich merke gerade, ich habe ein kleines Problem mit meinem System hier. Das da wäre? Ja. Muss man schon sagen. Du hast mich gerade quasi ausgesperrt. Ah. Problem gefunden? Ich hab keins, aber du. Mhm. Was? Ach, warte mal. Packen, genau, und... Ja, genau, passt doch. Wunderbar, was willst du denn mehr? Okay, ich darf die noch mal kurz abreißen. Die waren was am Rumbacken. Hier immer noch einen. Oh, bin ich echt voll? Sowas. Du sollst ja nicht trinken, wenn du aufnimmst. Ja, ich nehme ja auch nicht auf. Mhm. Ach so, ja gut. Ja, dann. Der macht ja lieber meine Aufnahmen kaputt. Ja, vor allen Dingen, weil ich sie kaputt mache. Ja, ja. Und ich dachte immer, Street Digger wäre irgendwie eine Bereicherung für jede Aufnahme. Ist es nicht so? Was ein Geschleime, ne? Also ein bisschen. Nur dezent. Komm, gefällt dir doch. Ja, natürlich. Mir immer. So, ring, ding, ding. Wird schon wieder dunkel, Leute. Dunkel. Ja, sowas. So, mit ohne Licht. Ja, Moment. Das haben wir jetzt gleich. So. Also dein Vorraum kommt jetzt komplett ohne Fackeln aus. Wow. Kein unglaublich. Hast du die Glowstone-Paneele genommen, oder? Ich glaube, ich muss gleich mal gucken gehen. Ich habe Glowstone-Paneele genommen, ja. Die sehen wirklich schick aus, also mir gefallen die. Ja, das sieht echt cool aus. So, also für deine Zuschauer, in die Wände sind jetzt die Glowstone-Paneele gekommen. Das sind Colored Glowstone White. Und oben habe ich den Boden noch ein bisschen verfeinert. Einmal Granit Polished und einmal Granit Bricks. Ui. Für außen, für innen. Die Bricks für innen, polierten für außen. Und oben, ja, einmal braune Colored Glowstone Slabs und dann einmal hier... nochmal die Weißen, genau. Sehr schön. Ja. Und, was ich dir auch mal zeigen darf, Moment. Das ist ein kleiner Trick. Gut, okay, hier legt sich eh keiner hin. Achso, Entschuldigung. Jetzt zu spät, jetzt bin ich wieder aufgestanden, weil der Krieger, hier ist eine Fackel drunter. Und, da kannst du also das sind die Minecraft-Fackeln, ne? Ganz wichtig. Da kannst du die, einfach covern und trotzdem geben sie Licht. Okay. Habe ich jetzt zum Beispiel auch hier gemacht, also wenn du hier auf den Block guckst, das ist, nee, da. Der hier. Den Block. Dark Oak Wood Planks Cover. Nein, das ist... Darunter ist eine Fackel. Okay, das kann ich echt noch nicht. Ja, das siehst du mal, ne? Mhm. Aber das geht auch nur mit Minecraft-Fackeln. Also hier Holzstick und Kohle. Sonst nicht. Okay. So, und, jetzt hole ich mir ein paar Knochen und hole noch ein bisschen Bohnenmehl. Wenn ich irgendwo finde. Ja, die Decke können wir eigentlich auch nochmal schöner machen, ne? Die Decke. Achso, ja klar. Weiß bloß immer noch nicht genau, was... Wie, warum? Du hast gar keine Knochen da, hä? Unten rechts da. Ah, unten rechts. Ah, okay. Ah, da ist sogar Bohnen. Ja, reicht nicht ganz. Nochmal 6 Knochen. Dann nochmal 8. Ja, genau. Schmeißen wir es erstmal aus dem Inventar. Oh. Macht man das nicht so? Ja, nee, eigentlich nicht. Der Profi ist sich darüber noch unsicher. Ein bisschen, ja. So,
So, ich hatte eben noch eine Netherwarze da. Hätte ich jetzt schon angefangen. Das kommt weg. Das wieder weg und das wieder weg. So, jetzt brauche ich aber noch eine Painting-Maschine, damit ich einen Cover machen kann. Ui. So, eine Painting-Maschine. Painting? Painting. Okay. Ja, das ist was ganz Spezielles. Eine Painting-Maschine ist für, da kannst du halt Fassaden anmalen und eine Painting-Maschine, da kannst du ein Paintball machen. Aha. Ja. Okay. Aber auch ansonsten bin ich wieder sehr gut informiert. Ja. So. Nee, das ist dann, glaube ich, was ich heute wieder für ein Schwachsinn habe. Ja, Gott, das ist nicht schlimmer als wir. Mhm. So, wenn wir jetzt hier reinkommen, dann sieht das so viel anders aus, bis auf die Wand da hinten. Die müssten wir dann vielleicht auch noch machen. Welche Wand? Die, auf die ich gerade drauf gucke. Ja, ich sehe dich so gut. Ja, gell? Sag ich doch. Also, du meinst halt da hinten, wo die Glocken rauskommen. Genau, ja. Ja, da hatte ich mir überlegt, dass man vielleicht mit Carpenter Stairs halt diese Treppe umgekehrt machen könnte. Ja, klar. Sollte eigentlich gar nicht so schlecht beschissen aussehen. Beschissen. Befrissen. Ey, bescheiden heißt das. Bescheiden. Ja, genau. Weil ich jetzt noch gerade überlegen bin, weil ich halt hier in die andere Seite von dem Labor machen soll. Also an der einen Seite habe ich ja jetzt hier die Laserwarzen angepflanzt und auf der anderen Seite weiß ich noch nicht. Baustation. Keine Ahnung. Mal hier? Nee, da. Hier. Netherwarzen? Ah, okay. Eine. Ja. Wow. Ey. Wow. Wie viele sind in eurem Lager? Eine, weil wir die noch nicht brauchten. Ja. Ich hab sie schon mal auf Vorrat. Könntest ja hier noch so eine Schafzucht oder sowas machen. Für Wolle. Ja, könnte ich machen. Die eigentlich hergestellt, die Dinger. Die Laboratory mit Netherquartz. Ah, okay. Netherquartz und 8 Stones. Ach, auch nicht schlecht, ja. Wirkt ein bisschen steril, aber ist okay. Ja, dachte ich, wäre halt gar nicht so schlecht für so eine Netherwarzenfarm. Ja. Ah, warte, den Deck habe ich vergessen. Ja. Deine Tür ist zu. Kannst du den Schalter umlegen? Ich hab die natürlich nicht vergessen, ne? Würde ich erstmal deaktivieren, solange wir noch auf dem Server sind. Besser ist das. Ja, ich mach das jetzt anders. Ich hoffe, das klappt so. Jetzt kommen wieder meine krassen MLG Redstone-Künste. Okay, da bin ich mal gespannt. Also im Klartext, das kann auch schief gehen. Guck mal. Ist da jetzt drin? Diorit oder? Ja, der gechiselte. Warte, welcher war das jetzt? Hier von der Wand, Mitte. Der Ornate Diorit. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Mhm. Hast du noch Diorit? Ja, ja. Links neben der Mob-Doktor. Mob? Ja, du könntest mal. Achso, da. Könntest aber auch mal ein bisschen beschriften, ne, Junge? So. Ornate, genau. Tack, tack, tack. Ja, das passt hier wunderbar rein. Klaus. Ja? Könntest du nochmal den Schalter umlegen? Warum ist das nicht. Ach, nee, echt jetzt? Ich hab gesagt, es kommen meine letzten Künste. Ja, super. Alter Junge. Ja. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ja, so gut kenne ich mich echt nicht mit Redstone aus, sorry. Ich hatte jetzt gedacht, wenn ich hier den Schalter so umlege und dann, wenn der andere auch umgelegt ist. Ja, genau. Mhm. Du bist echt ein Held. Ja, der größte Held, ein Merdbefeld. Oh Gott. Kann man da irgendwie was machen, dass man von beiden Seiten irgendwie einen Schalter aktivieren kann? Ja, da brauchst du was von Project Integration. Und zwar ein Latch, glaube ich. Toggle Latch müsste es sein. Toggle. Ach du Heilige. Ja.
Ach, so schwer ist es gar nicht. Ja. Es ist nur ein bisschen Cleanstone durchbrennen, dann kriegst du diese wie heißen das? Circuit Plates. Redstone drauf. Wie lange hast du noch für die Folge? Wir sind, glaube ich, 15 Minuten dabei, also 5 Minuten haben wir. Ja, okay, gut. Könnten wir das eigentlich noch machen, aber dann musst du den Schalter wahrscheinlich umsetzen, weil das Toggle Latch braucht 2 Ansteuerungen und einen Ausgang. Mach mal grad. Mach du schon mal das Toggle Latch, ich gucke mal, wo wir es dann hinknallen. So, ich muss ja hoch. Der war gut. Der war richtig gut. So, das war noch ein Lever. 2 Redstone-Fackeln. Hast du noch von diesen Redstone-Conduits? Eine. Wird ein bisschen knapp. Ich kann aber noch locker welche machen, das ist kein Problem. Das wäre nicht verkehrt, ja. Generell, wenn die mal gebraucht werden, könnt ihr mir vorher Bescheid sagen. Dann nehmt euch die Ressourcen einfach raus. Ja, okay. Weil Silikon oder Silizium habe ich mittlerweile schon was auf Lager. Verbindet sich der Redstone-Konto mit Blöcken? Gute Frage. Warte, ich teste einfach mal so, wie ich das denke. Ja, geht. Okay. Gut. Da kommt da einer hin und da. So. Boing. So, wo hast du Redstone-Conduits? Sind gerade in der Mache. Ah, okay, gut. Sind jetzt fertig. 3 Redstone und Redstone-Conduits. 9 Stück? Reichen oder noch mehr? Ja, reicht das mal. Geh mal her. Die hinter dir. Und der werfen kann, hatte. So, ja, hast du den? Ja. Toggle. Toggle! Ja, genau, man kann es auch übertreiben. Da denke ich mir jedes Mal, wenn in der Aufnahme von euch beiden. Von Space Astronomy. Okay, warte mal, ich glaube, den müssen wir noch eins versetzen. Oder mein Favorit war ja immer noch von Rigo, von Tobi, die Einleitung. Ja. Ich glaube, du weißt schon sofort, welche. Regrowth! Ja. So. Mach mal hier den Toggle Latch hin. Genau. Das ist In-Out. Den müssen wir einmal drehen. Geht das mit einer Wrench? Nee, geht nicht. Du brauchst noch den Schraubenzieher, glaube ich. Wie ist heißt das denn der? Screwdriver oder? Ja, ich glaube, das könnte der Screwdriver sein. Oh Gott, der ist wieder so teuer, der Mann. Ich? Ja, du willst es doch haben, oder? Ja, und du kommst auf viele kuriose Ideen. Ja. Ich wollte nur einen Schalter und was kommt an? Ja, du brauchst! Was ist? Ja, es funktioniert auch so. Ich hab den anders drehen können. Gut. So. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob der auch schaltet. Leute, falls ihr da rauslaufen wollt aus der Hütte, ne, dann werden euch ein Creeper und ein Skelett in einer goldenen Rüstung erwarten. Ja, okay, sehr schön. Ihr wolltet ja nicht schlafen. Ja. Wo ist das Skelett in goldener Rüstung? Na, guck mal hier unten. Ah, die spawnt. Alles klar. Och, Manu. Die waren eben gerade noch hier, ohne Scheiß. Ja, Creeper habe ich schon gesehen. Der wollte doch zu uns reinlatschen. Siehst du, da kann ich auch noch machen, gerade bei Pressure Plates. Ja, funktioniert. Echt? Also einmal rauf und runter, oder wie? Ja. Ja. Kann man das auch einfach mit dem Button machen, oder? Kannst du auch, ja. Obwohl, da sind wir nur so einen kurzen Moment. Ja, das passt so. Ja, und das reicht doch. Das reicht doch. Echt? Ja, klar, das bleibt dann offen oder zu. Gut, dann machen wir das mit dem Button. Da habe ich nämlich so aus Versehen 4 Wooden Buttons gecraftet. Au. 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 Hab mir wehgetan. Hm. Bisschen hochgekommen, bin gefallen. Oh
Das ist dann einmal. Wo war der? Hier. Oh, ja, genau da. Mhm, danke. Bitte. Ja, geht doch, wunderbar. Ja, perfekt. Ja, sehr schön. Ja, das geht alles mit dem Toggle Latch. Wenn du einen Steinknopf nimmst, dann ist der Impuls ein bisschen kürzer. Okay. Ja, das passt ja so. Ja. Gefällt mir. Hast du jetzt noch... Ja. Jetzt brauch ich noch einen... Da brauchst du bloß noch einen Fassadenblock hier. Ich weiß bloß nicht, ob der sich dann hier mit dem Dings dann verbindet. Laboratory-Block. Ja, das sollte klappen. Ja. Okay, gut. Ich muss mich jetzt aber verabscheuen. Ja gut, dann beende ich jetzt auch hier die Folge. Würde ich sagen, welche Folge gefallen hat, gibt Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und schaut auch bei Street und bei... Ich wollte schon sagen, bei Street und bei Klaus vorbei. Hm? Ja, genau. Ja. Bei Street und bei Klaus vorbeigucken, ne? Weil ja. Wir haben, also... Wir sind... Ne, ich bin schizophren, aber dafür haben wir noch uns. Ja, genau. Schaut auch beim Trevodo vorbei noch. Und beim Tagun. Und beim Tagun. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tag-Nacht-Schaltung von den Türen für Vanilla-Fans. Tag-Nacht-Schaltung für die Türen. Yeah. Yeah. Die Uralt-Schaltung. Die Uralt-Schaltung, ja genau. Okay. Gut, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschüss.